Euroshop 2014 in Düsseldorf. Wir sind gerade beim Messestand Hans Boot Mannekers und neben mir steht Cornel Klugmann, der Country Manager von Hans Boot Mannekers. Meine erste Frage an dich. Darf ich dich duzen? Auf jeden Fall. Okay, gut. Cornel. Cornel. Felicitas. Hallo, Philly. Ich sag Philly. So, ja, Philly, genau. Philly ist gut. Die zweite Frage. Dein Name ist sehr außergewöhnlich. Wo kommt der denn her? Mein Vorname wahrscheinlich, ja. Ist ein irischer Name. Aha, okay. Ist aber auch in der Schweiz beheimatet. Und weil ich halb Schweizer bin, halb Schweiz, halb Deutsch. Ich hab den Namen noch nie gehört. Oder? War das für meine Mutter wahrscheinlich äußerst... Ja, ist ein Name, den man sich merkt. Ich hoffe nicht nur meinen Namen. Sondern auch das, was du tust? Ich hoffe doch sehr. Ja, ein bisschen, Ziele. Wie gesagt, ich bin Country Manager von Deutschland, Österreich, Schweiz. Ich bin zuständig für den kompletten Vertrieb in den genannten Ländern. Wir arbeiten nicht als individuellen Personen, wir arbeiten immer im Team. Wir sind global, wir fühlen uns global, wir agieren global. Das heißt, dass Einzelprozesse nicht nur über Einzelpersonen gesteuert werden, sondern immer im Team kooperierend, arbeitstätig, immer in Absprache, in dem Fall mit der Zentrale, mit dem Produktteam, Controlling, Rechnungswesen, alles was dazugehört, um eine Marke in einem Land erfolgreich aufzubauen. Ja, man merkt ja auch auf eurer Homepage, ihr seid auch so jetzt hier bei eurem Auftreten, ihr seid sehr transparent, ihr seid darum bemüht, offen aufzutreten, ihr seid sehr locker und beantwortet eigentlich jede Frage und geht sehr auf den Kunden zu. Das merkt man ja so. Das ist so auch eins eurer Markenzeichen, so dass ihr gerne interagiert. Definitiv. Also wir wollen einzigartig sein, wir wollen uns abheben von unseren Mitbewerbern, wir wollen unsere eigene Linie fahren, durchziehen. Versuchen das natürlich auch in aller Konsequenz durchzusetzen. Das heißt, Kommunikation ist eine Grundvoraussetzung, eine Basis, um mit Menschen in Kontakt zu treten, auf Menschen zuzugehen, gemeinsam, natürlich auch mit unseren Kunden, aktive Projekte zu steuern, einzufahren. Ja, hat man ja gemerkt, funktioniert sehr gut. Wir gehören sicherlich zu einer der Gewinnern dieser Messe. Ja, das stimmt. Man merkt, ihr fallt definitiv auf der Messe. Ich habe gesehen, jetzt habe ich meine Frage auf. Ich habe natürlich Recherchen betrieben über euch. Freut zu wissen, wer ist denn da? Und auf eurer Homepage steht, ihr bietet Lösungen und Innovationen für einen sich ständig wandelnden Modeindustrie. Und was bedeutet das denn? Also, wie kann ich mir das vorstellen, wenn ich jetzt so als Unternehmen auf euch zukomme und sage, ich brauche Schaufensterfiguren für mein Kaufhaus, für mein Schaufenster. Ja, wie funktioniert das? Macht ihr die Ideen? Wie funktioniert das? So? Wir haben natürlich eine kreative Abteilung in Holland sitzen, welche komplett für die Ausrichtung der Marke, der Produkte zuständig ist. Aber uns zeichnet unter anderem neben diesen Hans Boot typischen Figuren auch aus, dass wir individualisieren. Das heißt, wir gehen auf die Kundenwünsche unserer Kunden ein oder potenzieller Kunden ein, versuchen daraus ein Projekt zu gestalten, versuchen eine Art Bedarfsermittlung zu bekommen, versuchen deren CI aufzunehmen und in unseren Produkten umzusetzen. Handel ist Wandel. Handel ist Wandel. Zu deiner ursprünglichen Frage nochmal kommend. Der Kunde, wenn er heutzutage nicht bereit ist zu investieren, sich neu zu positionieren, gegen online anzukämpfen und emotionaler zu wirken, wird es zukünftig sicherlich Schwierigkeiten geben, um am Markt gerecht zu performen bzw. Fuß zu fassen, an den Mann zu kommen. Okay, was meinst du mit emotionaler? Da muss ich jetzt mal kurz einhaken. Also das Schaufensterfiguren, meinst du damit auch Emotionen wecken, bewegen natürlich, sollen? Ja, Schaufensterfiguren ist eigentlich vom Produkt her ein ganz emotionales Produkt. Wir reden hier nicht über einen statischen Warnträger oder über einen Kleiderbügel. Wir reden über eine Schaufensterfigur, welche eine gewisse Philosophie verkörpert. Diese Philosophie versuchen wir rüberzubekommen in einem Look. Look, das heißt ganzheitliches Auftreten durch die Auswahl der einzelnen Outfits und das in Kombination mit unseren Schaufenstern
als gesamtes Bild den Kunden zu emotionalisieren. Okay. Das heißt, so eine Inszenierung aufzubauen, dass unser Kunde sieht oder deren Endverbraucher sich damit mit diesem Marke oder mit diesem Geschäft zu identifizieren. Ja, okay. Okay, das heißt, es gibt auch definitiv Labels, für die ihr spezielle Mannequins macht, ja, und die nur für diese Marke exklusiv, genau, verwendet werden darf. Ja. Also es gibt dann, ausschließlich sind die für diese Marke dann zu finden, oder wie kann ich mir das vorstellen? Ja, also jede Marke hat seine eigene CI. Ja. Diese CI nehmen wir auf, versuchen das in ein Produkt umzusetzen, weil ich mir dann eben auch exklusiv für diese jeweilige Marke vergeben können, dass deren Wiedererkennung weltweit immer die gleiche ist, ohne dass es dazu Verwechslung kommt mit eventuell deren Mitbewerbern. Aha, verstehe. Man kann sich vorstellen, wenn eine Marke, ein Label, hat ja bestimmte Modedesigner, ganze Riege davon, die sich neue Klamotten, neuen Trend ausgedacht haben. Und wie ist das? Die kommen dann auf euch zu und sagen, diese und jene Figurine hätten wir gerne? Oder sagen sie, was könnt ihr uns vorschlagen? Oder also, wie arbeitet ihr inwiefern so zusammen? Habt ihr dann selber Designer, die sagen, das könnte ich mir vorstellen, passt dazu? Oder? Wir haben einen Produktmanager bei uns, keine richtigen Designer, Produktmanager. Okay. Unsere DNA ist auch sehr Wholesale, sehr Retail getrieben. Das sind unsere Erfahrungen, welche wir selber mit reinbringen. Okay. Wir verstehen unsere Kunden, wir wissen um deren Belange, um deren Probleme teilweise auch. Versuchen auch das schon in unserem eigenen Konzept umzusetzen, sodass wir eigentlich bestmögliche Solutions, Lösungen für unsere Kunden offerieren können, ohne dass unser Kunde selbst aktiv werden muss. Wir versuchen, deren Aufgaben rauszunehmen, selber uns anzueignen, dass er quasi nur noch für einen gewissen anderen kreativen Part zuständig ist und sich nicht weiter um, in diesem Fall, Schaufensterfiguren kümmern muss. Bestmöglich. Als kreative Designer von kreativen Marken selbst noch aktiv werden wollen oder kreativ sein möchten, können wir das natürlich mit einfließen lassen. Dann Prozesse, Projekte, wenn wir dann einsteuern. Das heißt, man trifft sich, man tauscht sich aus anhand von Schedules, bringt es zum Moodboard, macht die ersten Prototypen. Okay. Ja, man trifft sich wieder, man beschäftigt die einzelnen Prototypen, nimmt weitere Veränderungen eventuell vor. Okay. Auch dann anhand mit den Klamotten, die dann präsentiert werden sollen? Genau. Die Kunden bringen dann auch deren Outfits mit für den gewissen Fit, dass es passen soll, nimmt dann eventuell danach noch weitere Adjustments vor anhand des Produktes. Trifft sich dann zum Nachgespräch, prüft weiterhin diesen Fit. Wenn das für gut empfunden wird, dann gehen wir in die Produktion. Falls es dann nochmal irgendwie eine Neuausrichtung oder eine Veränderung geben sollte, werden wir nochmal darauf eingehen, so dass das Produkt zu 100% nach Kundenwunsch umgesetzt wird. Also Individualisierung ist für uns ein ganz wichtiges Schlagwort. Unser Credo ist es auch Creating Characters. Wir wollen speziell auf Charakteren einzelner Kunden, Brands eingehen. Aber die schafft ihr ja auch. Also was mir aufgefallen ist gerade bei euch, ist die Liebe zum Detail. Also von den Materialien, also von der Beschaffenheit bis Farbe, von Kopfhaltung, ob Augen da sind, Mund oder nur Nase. Oder es ist ja ganz vielfältig, was ihr da erschaffen könnt. Es gibt keine Grenzen in unserem Bereich. Wir arbeiten mit Materialien zusammen, mit natürlichen Materialien zusammen. Holz zum Beispiel, mit Bezugsstoffen. Wir schaffen dadurch eine Individualität, eine Exklusivität auch für unsere Kunden und können da nahezu alle Formen, alle Proportionen, alle Details, wenn es nur die kleinsten Details im Gesicht sind, entsprechend auch umsetzen, wenn das gewünscht wird. Was würdest du denn schätzen, wie viele ungefähr, das kann man ja wahrscheinlich nie sagen, weil ihr massenhaft verschiedene Sachen schon produziert habt und visionär umgesetzt habt, aber was würdest du so schätzen, habt ihr so an verschiedenen Mannequins? Ja, man muss schon unterscheiden nach verschiedenen Serien. Ja.
Wir sind ständig in der Produktentwicklung, Optimierung auch. Wir versuchen Trends zu setzen mit unseren Figuren, innovative Produkte zu bringen. Wir arbeiten im Jahr mit ungefähr 6 bis 8 neuen Kollektionen oder welche wir auf den Markt bringen. Die Bestandskollektionen bleiben im Sortiment, sodass unser Range, unsere Produktauswahl eigentlich sich von Jahr zu Jahr erhöht. Okay. Wir haben gegenwärtig, lass mich nicht lügen, ungefähr 45 bis 50 Kollektionen im Programm. Okay, wow. In einzelnen Plus oder multipliziert mit einzelnen Positionen. Sodass wir auf 350 bis 400 Optionen kommen. Ich habe jetzt noch mal eine Frage, und zwar ist mir aufgefallen, auf der gesamten Messe, aber auch, also dass es bestimmte Körperhaltungen gibt, die für Männer speziell eher verwendet werden als für Frauen und genauso umgekehrt. Zum Beispiel, dass der verschränkte Arm sehr gerne für Männer eine männliche Pose gilt und für die Frau immer etwas sehr, ja, graziles oder ich weiß gar nicht, oder es ist so fast was Wehendes, wenn man das irgendwie so beschreiben könnte. Wie kommt dieser Trend? Was glaubst du? Wir müssen uns natürlich auch fokussieren. Ja. Polarisieren natürlich auch mit unseren Figuren. Ja. Wir können natürlich auch grazile Männer darstellen, wenn es dafür einen Markt gibt. Mhm. Aber gibt es nicht so? Haben wir noch nicht diesen Markt erkannt oder zumindest von der Kundenseite aus noch keine Nachfragen gehabt. Ja. Natürlich, Männer wollen rough sein, die wollen anders sein, die wollen cool sein, stark sein. Diese Eigenschaften nehmen wir auf, versuchen das authentisch, so gut es geht, umzusetzen. Mhm. Gelingt uns auch sehr gut. Yeah. Die Damen sehen mir eher als relaxed an, natürlich, aber auch mit Attitude. Attitude ist für uns ganz, ganz wichtig. Also sie soll nicht langweilig und statisch wirken, dürfen feminin sein, dürfen rund sein, dürfen aber auch nicht zu langweilig wirken. Mhm, okay. Apropos rund, gutes Thema. Mir ist aufgefallen, bei allen verschiedenen Farben und Versionen, die es ja gibt von Mannequins und verschiedenen Images, die rübergebracht werden und Emotionen, die rüberkommen, wenn ich die Figuren anschaue, fällt mir doch auf, dass selbst bei den verschiedenen Farben und Gesichtern eines nicht so beachtet wird, und zwar ist es die Proportion. Dass es da sehr, also die Maße, die diese Modelle haben, doch eher nicht der Otto Normalverbraucher, dem das entspricht. Wieso glaubst du, ist das so? Ja, es gibt sicherlich auch in Deutschland natürlich, wir sind ja global agierend, wir versuchen natürlich verschiedene Proportionen, verschiedene Körpermaßen aufzunehmen und versuchen da eigentlich für den jeweiligen individuellen Markt dann auch die individuelle Figur umzusetzen. Das heißt, in Asien ist es ja natürlich, ist der Durchschnittsasiate sehr zierlich, kleiner natürlich, im Vergleich zu den Europäern zum Beispiel. Mhm. Dafür haben wir dann auch eigens geschaffene Kollektionen, die von der Körpergröße schon kleiner sind für den asiatischen Markt, die zierlicher sind, sodass wir auch die ländertypischen Eigenschaften schon beachten. Mhm. Es gibt ja in Deutschland auch eine statistische Erhebung, Body Mass Index. Oh. Die Körpermaßen werden alle 5 Jahre aufgenommen, des Durchschnittsdeutschen in dem Fall wiedergegeben. Okay. Das dient sicherlich, das ist eine holländische Firma, aber wir sind ja sehr nah bei Deutschland. Ja. Das nehmen wir natürlich auf, fließt dann natürlich auch ein in neue Kollektionen. Das heißt, wenn sich die Menschen generell verändern, größer werden, schlanker werden, breiter werden, kann das schon auch Berücksichtigung in unseren Kollektionen finden. Aber trotzdem sind ja die meisten Mannequins, also wenn ich mich mal so daneben stelle, hat man es doch das Gefühl, so okay, die haben eher Kleidergröße 32 als 36 zum Beispiel. Wie kommt das? Unser Standardgröße bei den Damen ist 36. Ja, okay. Das würde sehr, sehr, sehr gut passen. Schön, schön. Also wir arbeiten auch nach Modelvorgaben. Okay. Ja, das ist auch eine Möglichkeit. Mhm. Natürlich
haben wir auch Slim Fit Size Zero Figuren im Programm. Ja. Wir bieten aber auch XXL Figuren an. Mhm. Es gibt für jede Zielgruppe einen entsprechenden Markt, entsprechenden Marken, Brands. Diese Brands kommen dann individuell auf uns zu und wollen natürlich auch CI-gerecht entsprechende Figuren haben. Die entsprechend passend zu der Kollektion natürlich auch im Gesamtlook gebildet oder modelliert werden können, sodass deren Look, deren Fit als Outfit bestmöglich dann zur Geltung kommt. Okay. Mit unseren Figuren. Wir sagen Full-Size Mannequins zu diesen Übergrößen, Models dazu. Auch die wollen nicht langweilig sein, auch die brauchen Attitude, auch das ist eine starke Zielgruppe, welche man nicht unterschätzen darf. Auch diese Zielgruppe steht im Fokus vieler Marken. Mhm. Auch diesen Marken wollen wir gerecht werden. Und auch diese Marken versuchen, Sexappeal zu haben, bei den Damen Sexappeal zu haben, einen gewissen Look zu vermitteln, einen gewissen Emotionalität aufzuwecken, weil deren Kunden wiederum, sprich bei den Endverbrauchern, es darf nicht statisch sein, nicht wirken. Es kann auch Sexappeal haben, es darf auch interessant sein, es dürfen auch Kurven sein, welche auch zum Ausdruck gebracht werden. Okay. Dann habe ich zum Schluss jetzt nochmal eine Frage an dich persönlich. Oh. Und zwar habe ich gestern gehört von einem Manager bei einem anderen Aussteller, dass es generell so ist oder wäre, dass Mannequins werden 70% Frauen hergestellt, 20% Männer und 10% Kinderfiguren. Dass man sozusagen eher immer Frauenfiguren hat, weibliche Figuren. Das heißt ja, du hast eigentlich immer mit Frauen zu tun, die man ankleidet. Wie kommt man dazu, das zu machen? Bei uns ist die Gewichtung eine andere. Andere, ja. Okay. Also bei uns ist eigentlich eine gewisse Parität vorhanden, eine Parität zwischen Damenfiguren und Herrenfiguren. Wir stehen für beide Geschlechter. Mhm. Wir versuchen für beide Geschlechter das bestmögliche rauszuholen aus den Produkten und die bestmögliche Auswahl bieten zu können, sodass wir nicht ein starker Partner uns sehen für Damenfiguren oder nur für Herrenfiguren oder nur für Kinderfiguren, sondern eigentlich allen Geschlechtern bestmöglich gerecht werden durch unsere breite Auswahl. Mhm. Somit ist da eher eine Parität da. Wobei bei den Kinderfiguren dazu sagen muss, dass die Nachfrage nach Kinderfiguren im Vergleich natürlich zu Erwachsenenfiguren grundsätzlich geringer ist. Somit ist natürlich auch unsere Bandbreite an Kinderfiguren reduzierter im Vergleich zu den Erwachsenenfiguren. Okay. Standing next to me is Cor. Hello. And I thought these big mannequins, you call them mannequins? They look very special. They remind me of like manga style. Are they for the Asian market or what's they're not about? The Asian market. Okay. Asian market inspired from Japan, from the manga tradition. Yeah. And because of that, we got inspiration. Yeah. And we are a company which very much in not only making the very nice mannequin, we always get inspired about doing out of the box and doing things difficult or different. And that's for us a mega challenge. And we thought that, and we thought, hey, it's maybe not commercial, but we like to make this kind of mannequin because it's totally different than the normal mannequin. I'm coming from Holland. Okay. Ich spreche auch Deutsch. Aber wir können auch auf Deutsch versuchen, wenn es einfach ist, das ist kein Problem. Ah, so you can speak a lot of languages? About 4. Wow. Yes. So we can do in every language? Not every language. Okay, are we on? Yes, we are. Okay, so maybe you can tell me something about this special thing. These kind of mannequins are a bit inspired of the whole vintage idea, which is still a hot item at this moment. And in general, we like to present more or less what we can do. Yeah. Because you know, it's not the ordinary face. It's not the normal hands. And you can see here, we're using a different kind of material, which is called paper mache. It's paper. Paper, okay. And here we have textile, and the body of the mannequin is covered with textile. And so we use different kinds of materials. Paper mache, textile, wood, and metal. Especially, you know, it's detachable, so you can take the head off. Wow. And
they, we also have a cap to cover the hole. So it's interesting because I've never seen anything like this before. No, I can imagine. Yeah. And it's also to show what the company Hansboot can what do can in do, terms of yeah. mannequins. You know, okay. Different ideas and different materials and. It's like a little bit of a prisoner, or yeah, it's yeah. Or, I don't know the English word, schutz, protection, yeah, protection. In sport, yeah. Like yeah, in football. Yeah. And the attitude of the men, because yeah. we got a lot of reactions. And the reactions from men, they also like the kind of attitude, the way they're standing, you know, yeah. like, hey, oh, it's okay. like challenging, you know. Okay, yeah. I see. And with the head. Yeah. Exactly. So yeah. Humphrey Bogart style. Yeah. No. Okay. Die Kollektion heißt Laila. Laila? Wieso ja. Laila? Weil es ist für uns ist ein eleganter Name. Ein eleganter Name. Jetzt habe ich eine Frage dazu mit diesem Gesicht, nur mit Mond. Wirkt das sehr polarisierend auf die Leute, dass es Leute gibt, die sagen, oh, das ist ein bisschen gespenstisch, weil es so fast, es ist total modern, fast könnte man denken, alienhaft oder was? I think das alienhaft ist nicht in da. Mhm. Natürlich ist da etwas, ja, was ist es, fremd oder fremd. Wie sagt das, man ja, das? Ja, das Fremdartige, genau. Weil es nur das, die Mund darin ist, aber ich denke an das Silhouette, kann ja, man doch sehen, dass ja. es ein Gesicht ist. Ja, das auf und ich jeden denke Fall. Auch, dass das Gesicht ist nicht unsympathisch ist. Nein. Es ist ziemlich sympathisch. Und die totale Attitude, ich weiß nicht genau, wie man das sagt auf Deutsch, ist natürlich sehr elegant. Ja, ja. Und wir versuchen auch mit der Kollektion ein etwas höheres Segment zu kriegen oder to touch. Ja. Und ja, das denken wir, dass wir das erreichen können, wegen den Positionen und auch wegen der Farbe. Und wie kam das so, dass man gesagt hat, man probiert jetzt einfach mal bei einer Figur nur einen Mund zu machen. Ohne Nase, ohne Augen. Man hat Realismus in Figuren und das ist nicht mehr so ein Trend. Ist noch immer sehr wichtig und sehr schön. Und dann haben wir die totale abstrakte Geschichte. Aber abstrakt hat man natürlich Eierköpfe. Man hat auch eine semi-abstrakt. Und das ist natürlich. Ja, sehr kommerziell. Ja. Und wenn man das höhere Segment mal erreichen will, dann muss man eigentlich etwas anders machen. Ja. Und deswegen haben wir das kleine, feine Gesicht gemacht mit einem kleinen Mund, was wir denken, dass es sehr speziell ja. ist. Ja, okay. Ja. Jetzt muss ich sagen, ihr seid scheinbar so gut, dass eure Mannequins lebendig geworden ja, sind und denke, feiern. Sie haben richtig Spaß. Die Mannequins, die können auch singen, aber das haben wir noch nicht erzählt. Aha. Ja. Special Effects oder vielleicht ist hinter uns Party, das kann auch so sein. Ja, okay.